Ja, hallo liebe Pfeifenfreunde und Genießer. Nachdem ich euch ja vor kurzer Zeit meine Tabake und meine Pfeifen gezeigt habe, soll es heute mal in eine andere Richtung reingehen, und zwar in den Bereich der Digestifs und da ganz konkret in den Bereich Rum. Wie schön ist es, wenn man seine Pfeife genießt und in aller Ruhe den Tag Revue passieren lässt und genießt dann zu der Pfeife vielleicht noch ein kleines Digestif und man komplettiert sozusagen und vervollkommt den Geschmack bei einer guten Pfeife, bei einem guten Tabak, und so soll es ja dann auch sein. Die Interessen gehen sehr weit auseinander. Der eine liebt Cognac, der andere Grappa, der andere Whisky. Andere lieben Rum, und das geht hin bis zu unserem lieben George, der ab und zu ganz gern mal am Eierlikörchen nippt. Und tja, jedem das seine, Hauptsache es schmeckt. Jo, ich bin also Ende letzten Jahres, habe ich da noch mal etwas investiert, weil es mich dann doch interessiert hat. Nicht zuletzt auch inspiriert durch die Videos von Mike, der ja einige Rums schon getestet hat und probiert hat. Und ich meine, per Video, per YouTube kann man nicht probieren. Man muss selbst sich ein Tröpfchen besorgen und muss sich dann den ein oder anderen Eindruck bilden und die Meinung eben bilden. Ja, ich war in der Metro Ende letzten Jahres und lade mir so meinen Einkaufswagen voll diverser Teile ein, unter anderem auch einen Rum. Das heißt, es waren eigentlich drei Rums, und starten möchte ich mal mit diesem hier. Das ist der Don Papa. Ich werde jetzt die Herkunft und so weiter nicht näher beschreiben. Das hat Mike sehr eindrücklich und gut gemacht, und man kann dies auf seinem Kanal sicherlich nochmal anschauen. Ja, Don Papa, das ist nun mal ein philippinischer Rum, 40 Volumenprozent, kommt von der Zuckerinsel Negros, und ja, man darf ihn einfach nicht mit Whisky vergleichen. Ich meine, das ist ein ganz anderes Getränk. Dass er süßer ist wie eben ein Whisky, ein Malt Whisky, war mir schon klar. Und ich war eigentlich bestärkt, weil von diesem Whisky, von diesem Rum waren nur noch zwei Flaschen da und von den anderen entsprechend mehr. Und dann denke ich schon, das muss was sein. Und lade ihn mir in den Wagen ein, und auf dem Weg zur Kasse hin begegnen mir zwei unabhängig voneinander Leute, die sagten, Spitzenrum, ganz große Klasse, ganz was Feines. Ich super klasse, ab nach Hause, und dann den Rum sofort aufgemacht und probiert. Ja, ich möchte schon mal von vorne oder vorwegnehmen, das ist ein Rum mit einer wunderschönen Flasche, mit Geldschein, Postwertzeichen Charakter, passt wunderbar ungeöffnet, Betonung liegt auf ungeöffnet, als Dekoration in einen Schrank hinein. Ich habe mir schon mal so ein Schlückchen eingeschenkt. Er ist noch relativ hell, kommt dunkelgold, würde ich mal die Farbe bezeichnen, und dann nahm das Unglück seinen Lauf. Weil, nein, das ist nicht mein Geschmack oder meine Vorstellung von Rum. Tut mir furchtbar leid. Ich weiß nicht, warum der Hype so darum gemacht wird. Überall hochgelobt, Spitzenrum, Premiumrum, und auch die Bewertungen hier, die sind überwiegend 5 Sterne, 4 Sterne, und man ist hellauf begeistert davon. Aber mal ganz ehrlich, das ist nicht meine Vorstellung von Rum, weil total süß, total overboarded süß, und schon der Duft Gummibärchen, Marshmallows, die ich überhaupt nicht mag, voll künstlich, Vanille, wahrscheinlich
angereichert mit allen Vanilleschoten dieser Welt, total übertrieben. Und man kann noch ein wenig Mandeln, dezent Honig, aber unheimlich süß. Und der Geschmack. Positiv, sehr, sehr mild. Es kratzt nichts, es beißt nichts, es riecht auch nichts nach Alkohol. Es schmeckt leicht nach gebrannten Mandeln, aber diese extreme Süße ist so süß, dass es fast schon wieder ins Bittere umschlägt. Orange, Bitterorange und bei allem Kandiszucker. Anders kann ich es nicht nennen. Und der Abgang hier, was man sich ja bei anderen Getränken auch wünscht, dass er lang ist. Hier ist er lang, sollte es eigentlich nicht sein. Weil man hat permanent diesen overbordeten, süßen, aufdringlichen Geschmack in seinem Munde. Und es ist ein Rum, den ich mal zu Vanilleeis mit Schlagsahne probieren möchte. Ich glaube, da wird er sicherlich einigermaßen brauchbar sein. Wobei, mein Geschmack ist ein anderer wie eben bei anderen. Das heißt, die Aromaten- und Hocharomatenraucher zu ihren Tabaken kann durchaus sein, dass sie diesen Rum lieben werden. Sie werden ihn schätzen ohne Ende und er wird nie mehr ausgehen in ihrer Bar. Aber bei mir, wenn die Flasche leer ist, dann war es das wohl. Aber gut, man muss probieren. Als nächstes kommt hier der Botugal. Der Botugal kommt aus Venezuela und es ist, auch zeige ich euch erstmal die Flasche nochmal, ebenso eine sehr wertige, sehr, sehr schöne Flasche. Ich stehe ja auf Etiketten hier, das muss ich jetzt nur deutlich sagen. Allein das ist schon etwas, was mein Augenmerk deutlich auf sie zieht. Dieser Botugal kommt wesentlich dunkler daher. Er ist auch im Gegensatz zu dem Don Papa, der 7 Jahre alt ist, ist 12 Jahre alt. Aber, nun ja, auch wie beim Whisky, es kann durchaus hier und da mit Zuckercouleur etwas nachgeholfen werden. Der kommt schon ganz anders, nämlich bei weitem nicht mehr so süß. Sehr, sehr angenehmer, mit einem akzeptablen, sehr schönen Vanilleduft. Mandarine. Ach, das ist schon ganz was anderes. Obgleich, wir reden hier von fast auf den Euro die gleiche Preisklasse. Der Don Papa, den habe ich jetzt gesehen im Angebot, unter 30 Euro sogar. Ich habe 32 für bezahlt, ebenso für den Botugal. Wesentlich voluminöser, genauso weich, wunderbar rund. Er ist etwas mandarinig, nicht orange, ich würde sagen Mandarine. Toffee, Schokolade und auch die Vanille, klar. Also allein jetzt schon kann ich selektieren und kann sagen, allein nur an diesen Zweien würde der Don Papa deutlich abfallen, somit raus. Man will sich ja steigern, verbessern, man möchte gerne nach vorne kommen. Also, das wäre jetzt die Nummer 1. Denn der Abgang ist wunderbar weich, ganz mildes Feuer,
milde Glut im Mund und der Abgang, er ist mittellang, würde ich mal sagen. Nicht ganz so lang wie bei dem Don Papa, aber durchaus voll akzeptabel. Und ich denke mal, für 31, 32 Euro ein sehr, sehr schöner, wunderbarer Rum, den man allzeit in dieser Preisklasse trinken kann. Und Mike sagte ja auch, dass das der beste Rum ist, den man kaufen kann. Ich denke, er wollte sagen, der beste Rum in dieser Preisklasse. Das könnte ich verstehen. Aber den besten Rum, da gibt es noch ganz, ganz andere. Denn wir steigern das Ganze jetzt und kommen zu dem Zacapa. Der Zacapa, das ist ein 23-Jähriger. Und zwar kommt der aus Guatemala, ebenfalls 40 Volumenprozent. Und auch der kommt in einem wunderschönen dunklen Bernstein daher. Und wenn man die beiden jetzt, den Botugal und den Zacapa, mal vergleicht, die tun sich nicht sehr viel. Jetzt die Frage, war das Botugal-Fass so stark, dass es in 12 Jahren das Tannin aus dem Fass so rausziehen konnte, wie der Zacapa in ja fast doppelter Laufzeit, nämlich 23 Jahre, oder aber wurde hier etwas mit Zuckercouleur nachgeholfen. Obwohl, macht überhaupt nichts, beim Whisky gang und gäbe. Es ist geschmacksneutral und es kommt ja auch nicht literweise da rein, sondern einfach nur ein paar Tröpfchen. Ja. Überhaupt kein Alkohol. Das heißt nur ganz dezent, weil 40% kann man nicht alle so unter den Tisch kehren. 40% Vanille und tropische Früchte. Kommt ja aus Also, wir machen jetzt hier gewaltige Sprünge. Das muss schon klar sein. Denn dieser Zacapa, der liegt bei circa, ich glaube, 42 Euro etwa rum. Und bei den anderen, wie gesagt, gut 10 Euro weniger. Aber man hat natürlich auch sehr lange an so einer Flasche. Und das hier ist einer, der sich auch gegenüber dem Botugal ganz, ganz deutlich abhebt und ein ganz anderes Geschmackserlebnis bietet. Er schmeckt leicht holzig, hat einen Touch nach dunkler Schokolade, Vanille, Mandel, Karamell. Werther's echte Sahne und ist absolut weich. So weich, wer Durst hat, könnte die Flasche jetzt auf Ex trinken. Theoretisch, sie würde nicht kratzen oder beißen. Also, das ist ein fantastischer Rum, wo man sagt, der verdient das Prädikat Rum. Wobei ich jetzt sagen muss, dass auch hier der Abgang sehr weich, warm, mittellang ist. Und befriedigen tut mich dieser Zacapa deutlich mehr wie der Don Papa. Den mag ich schon fast gar nicht mehr erwähnen diesbezüglich. Auch mehr wie der Botugal, aber er kostet auch etwas mehr. Das soll jetzt eigentlich das Fazit sein. Man muss probieren, man muss testen, man muss versuchen, seinen Geschmack zu finden. Und ich denke mal, das ist jetzt der erste Teil, den ich euch zeige, weil es gibt noch einen zweiten Teil, sonst würde das den Bogen etwas überspannen. Es kommen nochmal 3 Rums und jetzt geht's ab. Das kann ich euch jetzt schon versprechen, aber ich sage, probiert es aus, testet es und ihr werdet sehen, ein wunderbarer Begleiter zur Pfeife. Habt Spaß, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst euch gut gehen und ich sage ganz einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.